und herzlich willkommen. Ich bin doch etwas heiser. Ich bin Corinna, das ist Robert vom Kanal Corinna und Robert. Wir sind wieder on the road auf unserem kleinen Roadtrip von Hamburg nach Kroatien und zurück. Aktuell sind wir gerade in Heiligenblut und wir fahren jetzt gerade hoch zum Großglockner. Und da nehmen wir euch natürlich mit. Und wenn ihr wissen wollt, was wir auf unserem Roadtrip noch so alles erlebt haben, wo wir waren und wie wir die Nächte verbracht haben. Warum sie jetzt so heiser ist. Dann schaut euch doch einfach mal unsere anderen Videos an, schaut euch auf unserem Kanal um. Wenn euch das gefällt, was ihr seht, lasst doch am besten ein Abo da, damit ihr keins unserer anderen Videos verpasst. Und natürlich freuen wir uns immer über ein fleißiges Daumen nach oben verteilen bei den Videos oder vielleicht einen netten Kommentar. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch gerne unter die Videos schreiben. Wir versuchen so schnell wie möglich immer zu antworten und die Kommentare zu beantworten. Also nicht nur die Fragen, sondern auch die Kommentare. Genau, so sieht's aus. Und jetzt fahren wir aber erstmal ziemlich hoch hinaus auf den Großglockner. Da liegt sogar im Sommer manchmal noch Schnee. Ach so, übrigens, unsere Hündin Baby ist auch dabei. Für die, die uns jetzt erst gerade zufällig entdeckt haben. Genau. Aber jetzt guckt euch mal das da an. Da geht's aber ganz schön runter. Da kommen wir gerade her. So hoch sind wir schon gefahren. Bambi! So, für diese wunderbare, wunderschöne Panoramafahrt haben wir jetzt 36,50 bezahlt. Und dafür haben wir hier diesen tollen Sticker bekommen, Tickets und einen Plan. Dann kann es ja losgehen. Und guck mal, Corinna, die Sonne. Da oben, wartet, ich zoome mal ran. Seht ihr es? Da scheint gerade so ein bisschen die Sonne. Und da wollen wir hin. Sieht einfach nur geil aus. Kriegt man, glaube ich, Wasserfall. Wow! Wow. Das müssen wir uns doch gleich mal genauer angucken. Ja, dann los. Bibi, du machst, die denkt noch, wir haben ein Murmeltier geklaut. Du siehst aus wie ein Murmeltier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber unser Wasserfall gestern war besser. Aber mal sehen, was noch kommt. Jetzt geht's erstmal weiter. Corinna, ein Edelweiß. Ja, war ein Fake-Edelweiß. Aber wenn du eins siehst, dann sag Bescheid. Auf jeden Fall. Ich sehe schon eins. Naja, weiß ist die momentan nicht. Die ist noch eingefärbt von der roten Erde von Kroatien, wo wir vorher waren. Kommt doch schon fast hin mit der Farbe, ne? Fast. Naja. Boah, da müssen wir gleich ganz durchfahren. Das sieht aber abenteuerlich aus. Schnee! Wir kommen dem Schnee immer näher. Auto ist abgestellt. Die Sonne, wie versprochen, da ist sie. Das ist der Videobeweis. Ne? Corinna war schon so negativ. Es wird nur regnen und so. Da hängt alles noch in den Wolken. Wir haben ja ein bisschen recherchiert und wir werden jetzt den Gamsgrubenweg gehen, hoch zum Gletscher. Nee. Oder am Gletscher lang, entlang. Corinna hat sich ein bisschen besser informiert. Ich habe nicht richtig zugehört, als sie mir das erzählt hat. Na, da. Wir sind jetzt übrigens hier auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Und da kann man schon den Gletscher sehen. Guck mal, Corinna. Hier gibt's Swarovski. Corinna, das ist Baby. Ja, nicht ganz. Das sind wir beide. Na, wer ist wer? Da will ich rauf. Ich hab's immer gewusst. Ah ja. Bei Corinna ist die Bergziege. Gibt kein Corinna. Da ist Corinna.
Nee. Wir sind in einem Stollen. Und sind hier völlig verschollen. Wir brauchen einen Nightshoot. Das ist echt ganz gut bei der Kamera, dass man dann halt auch im Dunkeln ein ganz akzeptables Bild hinbekommt. Ja, da sieht man den Gletscher und da unten dann eben ein Gemisch aus Schmelzwasser, Eis, Geröll, Sand, Schmutz. Jetzt brauchen wir wieder Nightshoot. Hier ist jetzt wirklich fast kein Licht mehr und ich zeige jetzt mal den Unterschied ohne Nightshoot. Ja, ist auch noch ein bisschen zu sehen. Aber so ist besser, ne? Oh, das ist mir ein bisschen zu gruselig hier. Also das finde ich mal völlig famos, dass so eine Pflanze von so ein bisschen Licht leben kann. Die Natur ist stark. Guck mal, Robert. Stalaktiten. Richtig. Dann wird das hier ja bald eine Tropfsteinhöhle. Irgendwann ja. Aber ich glaube, da haben wir dann schon alle so ein Bart. Kennt ihr übrigens den Unterschied zwischen Stalaktiten und Stalagmiten? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Durch die Tropfen spielt die Orgel. Da sammelt sich das Wasser. Coole Erfindung. Und jetzt haben wir es gleich geschafft. Nee. Der, nee? Nee. Ach, der Tunnel geht noch weiter. Der öffnet sich nur kurz. Ups. Sonne. Einmal kurz aufwärmen. Ja, wir haben uns beide eine Jacke angezogen. Ist man nicht ganz schön frisch hier oben. Ist ja auch ein ganzes Stück höher. Da geht's weiter. Und da hat sich schon ein richtiger Stalaktit gebildet. Hier gibt's Gold. Ich habe mein Goldstück schon gefunden. Baby. Ja, das ist jetzt hier mal so, kurz öffnet sich der Tunnel, dann hat man einen Ausblick auf den Gletscher, dann kommt der nächste Tunnel, ja, und so weiter und so weiter. Bestimmt schon 20 Minuten, halbe Stunde schon gelaufen jetzt. Ich habe Gold gefunden. Tatsächlich. Was für ein Hall. Jo, Leute! Jetzt denken sich diese ganzen Urgesteine wahrscheinlich, was will dieser Flachland-Tiroler von der Waterkant? Ab hier wird's gefährlich, Corinna. Mhm. Jetzt muss man sich erstmal ans Sonnenlicht gewöhnen. Hui. Ah, jetzt ja. Jetzt kann ich wieder was sehen. Ich nicht. Aber jetzt mal ehrlich. Schön. Jetzt, Corinna, hier oben. Ich habe das Edelweiß entdeckt. Nicht ganz. Och, jetzt wird die kleine Maus schon wieder getragen. Du siehst ja lecker aus, Baby. Und das glitzert alles so schön im Sonnenlicht. Mit dem Wetter haben wir auch absolut Glück, ne? Da sind wir gestartet. Sieht gar nicht so weit aus. Ich bin aber schon ganz schön aus der Puste. Ihr auch? Ich habe ein erstes Murmeltier gesehen. Ganz in freier Natur. Ich freue mich gerade so. Du auch, Baby? Gar nicht mitbekommen. Und er ist so süß über den Felsen geklettert. Murmeltiere sollen ja auch eine ganz besondere Wirkung auf den Menschen haben.
20. Ja, krass, Leute, wer hätte das gedacht, dass wir noch so viele Murmeltiere sehen werden? Also geht den Gamsweg, dann werdet ihr auch Murmeltiere sehen. Bestimmt. Kommt natürlich auf die Jahreszeit drauf an, weil zwischen Oktober und April halten die kleinen süßen Winterschlaf. Da werdet ihr sie wohl nicht sehen. Eher weniger. Ja, und selbst Baby, die fühlt sich schon wie ein richtiges Murmeltier hier. Hat sie auch schon eingemurmelt. Ja, die dünne Luft hier oben macht sie müde. Und da sieht man auch ganz gut die Gänge von den Murmeltieren. Das soll wirklich so sein, von Oktober bis April halten die Winterschlaf und vorher dann im Sommer übertragen die Material zusammen, Gras, Gräser, Kräuter und so weiter, schmücken da ihren ganzen Bau mit aus und ja, und dann im Oktober, wenn es kühler wird, dann wird der Eingang verschlossen mit einem Tropfen Erde und dann halten die Winterschlaf. So, ja, gut zugehört eben bei der Gruppe. Ja, stimmt. Aber zur Not steht es auch hinter dir an der Informationstafel. Baby atmet so schwer irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr die Bergluft zu schaffen macht. Ob sie hier schon dünner ist, die Luft. Aber fressen tut sie noch. Das ist immer ein gutes Zeichen, ne, Baby? Ja, dann werden wir wohl jetzt langsam den Rückweg antreten, oder, Gunnar? Ja, würde ich auch vorschlagen. Murmeltiere haben wir ja gesehen. Das war für Corinna die Hauptsache. Ich hätte echt, ehrlich gesagt, gar nicht damit gerechnet, dass wir welche sehen. Aber doch, jetzt freue ich mich natürlich auch. Echt, ja. Total faszinierend, wie man da von da drüben das Rauschen des Windes hier hört. Also was wir hier heute alles zu sehen bekommen. Wirklich ein tolles Erlebnis. Ja, die Natur zeigt sich mal wieder von ihrer schönsten Seite. Sieht ja auch geil aus. Das haben wir vom Himmel gar nicht gesehen. Wie so ein steinerner Wasserfall. Seht ihr die Menschen da unten? Die sehen so klein aus. Das war krass. Das waren jetzt natürlich die geilsten Aufnahmen noch. Unbeschreiblich.
für uns war es ein tolles Erlebnis. Das sehen wir nicht alle Tage. Und also wirklich gestaunt, wie zahm die hier sind. Weil die sind natürlich scheinbar die Touristen gewöhnt. Weil sonst sind die ja sofort weg. Ja. Ja, jetzt geht's zurück durch den Tunnel. Und nein, wir haben kein Murmeltier geklaut. Das ist Baby. Jetzt gibt's erstmal was Zünftiges. Guten Appetit, mein Schatz. Dankeschön. Ich suche gerade die Erbsen. So ein tolles Bild hier im Hintergrund. Für den Robby mediterranes Gemüse. Dafür aber einen tollen Ausblick. Stolzer Preis. Ich teile alles mit Baby. Vor allen Dingen, wenn ich dann schon Fleisch esse, dann darf sie natürlich auch was abhaben. Baby hat die Würstchen aus der Würstchensuppe bekommen. Jetzt geht's weiter. Muschen, es geht weiter. Auf zum fröhlichen Wandern. Ja, komm. Die hat keine Lust mehr. Von hier hat man auch noch mal einen richtig schönen Ausblick. Den wisst ihr auch zu schätzen, ne? Schaut er sich? Oh, fallen lassen. Hat er fallen lassen? Zu doof. Schmeckt wohl nicht. Aber er nimmt wieder. Diesmal besser festhalten. Ich hab keinen Bock mehr. Den Steinbock haben wir noch nicht gesehen. Nach einer kurzen Pause geht es weiter zur Swarovski-Warte. Hey, warte! Das war ein Witz, Corinna, jetzt musst du lachen. Ich hab keine Brüste zum Lachen. Ja, ich weiß echt nicht, ob es daran liegt, dass hier oben hier Luft schon dünner wird oder dass wir einfach im Urlaub so aus dem Training gekommen sind. Jedenfalls sind wir nach einem kurzen Aufstieg hier schon so aus der Puste. Na gut. Was sagt Corinna immer? Nicht reden, steigen. Corinna kennt immer die ganzen Kräuter, die hier so am Wegesrand wachsen. Hunde verboten. Da müssen wir leider wohl wieder gehen. Den haben wir in echt gesehen. Den nicht. In lebendig hast du mir besser gefallen. Ja, Baby darf hier leider nicht rein, aber deswegen wartet Corinna unten. Und ich dachte, ich gucke hier wenigstens einmal noch mal kurz diesen Swarovski-Turm hoch. Ja, noch mal wieder ein paar andere Perspektiven. Also zur Veranschaulichung, die sind nicht weit weg. Jetzt geht da schon wieder los. Baby will auch mitspielen.
Baby will auch mit den Murmeltieren spielen. Ich glaube nicht. Am Anfang noch so, oh, ein Murmeltier. Und dann, oh, noch ein Murmeltier. Am Anfang totale Begeisterung, jetzt, oh, auch schon wieder ein Murmeltier. Ich bin alles immer noch begeistert. Das ist ja wie in Ägypten mit den Schildkröten. Och ja, Shane war's. Und jetzt geht's zurück zum Auto. Hat Baby, glaube ich, auch nichts gegen, ne? Die friert. Die lässt sich ja die ganze Zeit nur tragen, Baby. Du musst dich ein bisschen bewegen. Das ist ein Beuteltier. Jetzt geht's abwärts. Es geht wieder ins Tal. Das ist eine Berg- und Talfahrt hier. Ich sag euch das. Kein Wunder, dass Baby und Corinna die ganze Zeit frieren. 10 Grad sind hier nur. Ich dachte, es geht runter. Jetzt geht's nochmal wieder rauf. Ja. Nee, weißt du, was da piept? Na? Das sind die Murmeltiere. Was? Ja. Das sind, und zwar rufen die jetzt ihre Familienmitglieder zurück in den Bau, weil schlecht Wetter kommt. Ja, ja. Glaubst du mir nicht, ne? Du willst mir hier ein Murmeltier aufbinden. Oder einen Bären aufbinden. Mhm. Auch hier, wie geil das hier noch aussieht, ne? Unglaublich. Wasserfall nach Manan. Ja, ich hab's ja gesagt. Berg- und Talfahrt. Wir fahren hier jetzt ja nicht weiter, so wie wir raufgefahren sind, sondern fahren auf die andere Seite vom Berg runter, sozusagen Richtung Zelle am See. Und wir kamen ja von Heiligenblut und fahren jetzt auf die Seite Zelle am See wieder runter. Da ist sogar noch Schnee. Wahnsinn, wie die Wolken jetzt ins Tal ziehen. Da müssen wir auch gleich durch. Oh, jetzt sieht man gar nichts mehr. Aber wie eben angekündigt, jetzt sind wir in der Wolke drinnen. Nochmal anders alles. Wird dann schon ein bisschen mulmig, weil es hier auch echt hoch geht. Oha, jetzt gibt es hier sogar Tunnel. Tunnels. Tunnele. Da steht schon Salzburg dran. Und obwohl wir im Tunnel sind, regnet es hier immer noch von der Decke. Ja? Wir fahren auf eine weiße Wand zu. Ja, echt. Fahr mal langsamer. Es geht ja auch nur so steil runter. Das ist richtig gruselig. Wie Sie sehen nichts. Was ist das denn da? Ach, da ist der Gletscher. Und da haben sie Tücher drüber gelegt. Einmal 180 Grad Drehung, bitte. Und nochmal 180 Grad Wendung, bitte. Oha, Fahrrad ohne Licht. Das bei dem Wetter. Es wird kälter. Corinna und Baby frieren so, aber ich habe da eben was am Wegesrand gesehen. Ich stelle das Auto jetzt hier ab und dann gehe ich da mit euch eben mal hin. Kann man ja auch noch mal zeigen. Steht hier auf dem Parkplatz. Schnee, Leute! Schnee! Nicht besonders schön, nicht besonders viel, aber immerhin Schnee! Mach mal auf! Ein Stück Schnee für dich. Dankeschön. Guck mal, Baby, was ist das? Kannst du in Babys Trinknapf legen? Hat sie gleich Eiswasser. Das ist Eis. Schade, dass hier zu schlechte Sicht ist. Dadurch erkennt man das nicht. Ne? Sieht aus wie eine Wolke. Also wir sind wieder unten. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder unten. Es war ein tolles Erlebnis. Wir werden das bestimmt nie vergessen. Allein die Fahrt hat sich schon gelohnt mit den 36 Euro. Hammer. Beeindruckend, auf jeden Fall. Und wir sind wirklich froh, dass wir es jetzt auch noch gemacht haben. Weil wir hatten ja auch erst Zweifel wegen dem Wetter, sollen wir es machen und so. Aber das war genau richtig, das zu machen. Ja, wir hatten super Wetter. Jetzt auf dem Rückweg, gut, fing es jetzt an zu regnen. Es regnet immer noch, aber... Selbst das war ein Erlebnis. Ja, durch die Wolken da zu fahren, ne? Ich bin hundemüde. Ich muss mich richtig zusammenreißen, jetzt nicht zusammen zu schlafen.
einzuschlafen. Wir fahren jetzt erstmal weiter Richtung Bayern. Mal gucken, wo wir dann da landen. Es ist überall Regen angesagt. Das bockt nicht so wirklich. Aber das ist eine neue Geschichte. Diese schließen wir jetzt ab. Wir hoffen, ihr konntet einen kleinen Eindruck finden. Gott, ich krieg's nicht mehr hin. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und fandet das genauso beeindruckend wie wir. Und vielleicht, wenn ihr noch nicht da wart, ist das ja jetzt mal eine Idee für euch, dorthin zu fahren. Vielleicht haben wir euch das so ein bisschen schmackhaft machen können. So Leute, einmal kurz Schnitt. Wir mussten uns einmal kurz konzentrieren. Pass auf, da vorne Stau, also wieder Konzentration. Ja, genau. Also, wo waren wir denn geblieben? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch einen Daumen nach oben, wie immer. Und wenn ihr uns gerade erst entdeckt habt, dann abonniert uns doch am besten. Wir würden uns sehr freuen darüber. Dann verpasst ihr nämlich auch keins unserer neuen Videos. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Kommentiert uns gerne in die Kommentare, ob ihr da mal hinfahren würdet, ob ihr da vielleicht schon wart oder ob ihr lieber das Meer bevorzugt. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video und... Die ist immer noch ganz heiser. Ja, ich bin immer noch heiser. Ich habe alles gerade. Ich kann meine Kontaktlinsen nicht tragen. Ich bin heiser, ich habe Bauchschmerzen. Ich kriege den Druckausgleich nicht hin und dadurch Kopfschmerzen. Also es läuft bei mir. Aber... Armes Töff. Also ist, Leute. Das ist genau ein anderes Thema. Und wir verabschieden uns. Und hoffentlich sehen wir euch bald wieder.